Der fummelt an den Rumpf. Die Blickrichtung ist total schlecht in der Nacht. Ich hatte noch eine Schuhe. Du musst dich so ein bisschen rumdrehen, dann haben wir das Rathaus im Hintergrund. Ja, wir wollen ja gerne das Rathaus im Hintergrund haben. Weil wir müssen den Jetzt haben wir dich nicht gesehen. Der Ziel ist überhaupt hier. Ja, bitte. Alles gut da oben? Alles gut da oben. Können Sie nicht gleich rechts und links von der... Genau. Ja, genau. Können Sie die so ein bisschen in die Mitte nehmen? Eine glänzende Idee. Genau. Und dann... Da rührt ein bisschen noch rum. Ja, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, lieber sehr geehrter Professor Wilhelm, Professor Lorch, sehr geehrte Damen und Herren. Wir setzen heute eine Tradition fort, die es hier in Köln schon sehr lange gibt. Bereits im 13. Jahrhundert arbeiteten Steinmetzen der Kölner Dombauhütte hier an der Synagoge, die hier einst gestanden hat. Wir haben heutzutage diese Tradition fortgesetzt. Die Dombauhütte Köln hat auch heute den symbolisch ersten Stein für den Neubau des Mikwa-Museums hier an dieser Stelle gefertigt. In Bezug auf den Dom wurde der Grundstein 1248 gelegt. Bis zur Vollendung des Kölner Domes dauerte es dann 632 Jahre. Ich wünsche den Architekten und Baumeistern, dass es heutzutage ein bisschen schneller geht. Die Menschen des Mittelalters, die wussten, zu ihren Lebzeiten würde der Bau des Kölner Domes nicht vollendet werden. Wir wissen heute, das können wir schaffen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine glückliche Hand und gutes Gelingen für den Bau. Der Grundstein besteht aus einem Stein, der auch schon am Kölner Dom verwendet wurde. Markus Heindl, unser Steinmetzmeister, der diesen Stein geschlagen hat, sagt jetzt auch nochmal zwei, drei Sätze zum Stein und zum Entwurf. Zuerst wäre es wichtig zu sagen, dass das ein Material ist, das am Dombau eingesetzt wurde, aber der Stein war nie an Dom verbaut. Das ist ein Kalkstein aus Frankreich, sehr feinkörniger Kalkstein, der filigrane Arbeiten zulässt. Und bei der Gestaltung habe ich Wert darauf gelegt, erstmal eine ruhige Form, eine gute Form zu finden. Ich kam sofort zum Quadrat,
Das Quadrat ist kraftvoll, ruhig, Stabilität. Das strahlt direkt Ruhe aus und das habe ich dann in der Gestaltung weitergeführt. Das Quadrat im Quadrat, man zieht den Blick direkt auf das innere Quadrat. Oben das Logo, die Mikwa, ist dann gespiegelt, zeigt auf die beiden Teile, die hier entstehen werden. Einmal die archäologische Zone, die Grabung, und einmal das Museum selber. Wir erkennen mehrere Stufen. Die Stufen für die heutige Zeit, das Jahr 2018. Die nächste Zone, geschichtliche archäologische Zone hinunter, ist dann die jüdische mittelalterliche Zone. Dort hat man den jüdischen hebräischen Kalender aufgenommen mit dem Jahre 5778. Also als die Welt geschaffen wurde, das ist laut dem biblischen das Jahr 5778. Folgerichtig dann bei der römischen Zone auch den römischen Kalender zu nehmen mit dem Jahre 2771, also sprich die jetzige Zeit plus die Gründung Roms dazu gerechnet. Also man läuft über die Stufen, die archäologischen Zonen hinunter. Flankierend habe ich dann kleine Stufen gewählt, die als Hinweis dafür dienen sollen, der Weg zur Mikwe, die ja in das Museum integriert ist. Auf der Außenseite gibt es dann die Möglichkeit, den Deckel wegzunehmen. Dort werden dann die Urkunde und alles eingesetzt. Das Ganze ist gestaltet, im goldenen Schnitt aufgeteilt, die Schrift zum Quadrat, zur Quadratlänge im goldenen Schnitt, ebenso die Stufe im goldenen Schnitt, ebenso das Format in die Tiefe. Ja, hat mich viel Mühe und vor allen Dingen viel Freude hat es mir gebracht, viel Mühe gekostet. Ich habe das sehr gerne gemacht, das war mir eine große Ehre. Dankeschön. Bravo. Das ist jetzt, ich glaube, das ist Ihr Paar. Okay.